Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einem heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Garmon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem wartet sie geduldig hier auf dem Tag. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eins klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Sieh an! Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Geschichte. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Und das, liebe Leute, ist nicht die Geschichte von vor 100 Jahren, sondern
Das ist immer wieder ein wiederkehrender Zyklus seit über tausenden von Jahren. Am Anfang wurde über die gesamte Kultur berichtet, wie sie früher aussah. Und seit jeher wurde immer wieder eine dunkle Macht entfesselt, genannt die Verheerung Ganons. Und dadurch wurde immer wieder ein Krieger ausgewählt und eine Prinzessin mit der Blut der Göttin. Das kann jeder sein, aber das ist wahrscheinlich immer in jedem Zyklus immer wieder ein neuer Krieger und eine neue Prinzessin. Wenn man das so sagen kann. Und der Krieger, der ist eben wie Link, sozusagen. Und das Ganze hat sich bis 100 Jahre dann noch ein bisschen ergeben. Und die wussten dann schließlich auch, dass es eben dann beim nächsten Mal wieder zukommen sollte. Jedoch gab es diesmal einen erheblichen Nachteil. Und zwar die Verheerung Ganon hatte dieses Mal den Vorteil, dass er alles an sich reißen konnte. Und genau deswegen ist es so gekommen, dass wir dann unser Gedächtnis verloren haben und in den tiefen Schlaf verfallen sind. Und genau deswegen sind wir jetzt erst 100 Jahre später wieder erwacht. 100 Jahre später, 100 Jahre ist es nun her. Um uns auf die Prophezeit Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Die Titanen? Die vier Titanen. So nennen wir die alten Kriegsmaschinen der Shika. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goronen steuerte den Titanen Barudania. Rivali von den Orni kontrollierte Wamedo. Der Titan von Mipha, der Zora, nannte man Varuta. Und Urbosa von Gerudo steuerte Vanaboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Das Licht des Shika-Steins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker finden wirst. Auf unentdecktem Terrain. Doch, dein Shika-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis im einen. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Hateno? Oh, ich habe die Karte nicht mal. Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Es ist einer der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitestgehend verschont blieben. Meine Nase kribbelt. Du bist Zeldas. Nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Mein Schicksal ist es, im Kampf zu sterben. So will es das Schicksal. Und zwar immer und immer und immer wieder, bis ich mein Ziel erreicht habe. Über tausende von Toten werde ich sterben, nur damit dann endlich der Frieden dann entgegengebracht werden kann. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Part in Legend of Zelda Breath of the Wild, wo wir nun endlich hier sind. Bei Impa, die recht alt geworden ist. Denn als ich selber Impa das letzte Mal gesehen habe, war sie eine sehr kräftige Frau. Und vor allem sehr riesig. Aber es scheint so, als ob Shika ihre Gestalt so ändern können, wie es ihnen beliebt. Und selbst die jungen Shikas sehen noch relativ knackig aus. Ich will mal mit ihr reden.
Link, wie geht es euch? Kann ich irgendwie behilflich sein? Dieses Juwel. Dieses Juwel hat eure Neugier geweckt? Es ist die Aufgabe unseres Stammes, es zu beschützen. Dem von Juwel auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Diesen Leitsatz gibt bei uns jede Mutter an ihre Tochter weiter, zusammen mit dem Juwel selbst. Es ist sozusagen unser Familienschatz. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Dem von Juwel auserwählten. Könnte das vielleicht... Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, an mich heranzutreten, dieses Dorf. Unser Stamm, die Shika, wir sind ein Geheimbund, der stets im Dienste des Königshauses von Hyrule stand. Doch vor 100 Jahren wurde die Königsfamilie durch die große Verheerung ausgelöscht. Unser Stamm verstreute sich daraufhin in alle Winde. Leider gibt es nicht wenige, die Ganon die Treue geschworen haben. Sie nennen sich Jäger und ermorden alle, die es wagen, sich gegen Ganon zu stellen. Seit ihr erwacht seid, Link, seid ihr ihnen natürlich ein Dorn im Auge. Sie werden sich auch vor den schändlichsten Methoden nicht zurückschrecken, um euch umzubringen. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie unterstützen. Kotura, die große Fee. Jetzt wissen nur noch wenige, dass sie existiert, aber dieses Dorf entstand ursprünglich unter ihrem Schutz. Koturas Magie kann dich beschützen. Es kann nicht schaden, sie einmal aufzusuchen. Die große Fee lebt hinter dem Schrein des Dorfes. Sie wird euch sicher helfen. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, mich herauszufinden. Du. Ich? Ihr wollt etwas über mich wissen? Also, mein Name ist Paya. Ich habe ein Muttermal in der Form eines Papaya-Samens. Deswegen habe ich den Namen Paya erhalten. Wo ist es? Also, das... Link. Mhm. Lass es doch darauf beruhen. Irgendwann werde ich eure Frage beantworten, aber bitte, gib mir ein wenig Zeit. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann... zögert nicht, an mich heranzutreten. Ich wünsche euch Glück. Paya ist so ein Fangirl. Ich glaube aber, die ist auch insgeheim in Link so ein bisschen verknallt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und wir müssen unbedingt mal Energie auffüllen. Was zu essen, bitte? Wir haben hier noch was bisschen gekochtes. Und wir wollen das machen, was wir im letzten Part jetzt noch nicht geschafft haben. Wir wollen uns das schlechte Wetter ansehen. Nein, natürlich nicht. Wir wollen uns nicht nur das schlechte Wetter ansehen. Ah, die Haare wehen im Wind des Pferdes. Sie sieht so toll aus. Aber ich wollte dahin. So. Da gibt es nämlich eine Statue. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich neue Kraft gewähren. Was ist deine Begehr? Ich habe dir Herzen. Du möchtest also so einen zusätzlichen Herzcontainer? Jo, so sei es. Und somit haben wir die Energie um 1 erhöht. Und sind voll. Ein wertvoller Gegenstand, der nur von dem verliehen wird, der die Prüfung besteht. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Du scheinst noch weitere Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft. Ich will auch da. Ja, so sei es. So, und somit bin ich wieder pleite. Aber es hat sich, denke ich mal, gelohnt. Jetzt können wir mich noch ein kleines bisschen höher klettern als normal. Oh Mann. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Wir werden unser Bestes geben. Ah! Nicht, dass wir ertrinken. Wir werden unser Bestes geben, dass es passieren wird. Und so lange machen wir uns schon mal ein Grillhühnchen. Blödsinn! Was ist mit dir? Verzeihung, reichst du ebenfalls? Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt.
Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle der großen Fee befinden soll. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Mehr wollen die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie einen Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas rausfinde, lasse ich es dich wissen. Dankeschön. Das heißt, wir müssen uns erst einmal hier ein bisschen umsehen. Und uns wird die ganze Zeit hier ein Schrein ausgeschlagen. Ich liebe diese Musik. Der Soundtrack so oder so. Bei Zelda sowieso auch eines der besten Dinge. Genauso wie auch bei Mario. Mario, Zelda, alles Mögliche. Ich will diesen Nagel haben. Danke. So. Ich würde aber sagen, wir benutzen das kleine Lagerfeuer. Und wo war ja eins? Da hinten. Und warten bis morgens. Ab jetzt werden wir noch ein kleines bisschen uns die Dinger hier machen. Ich glaube, wir müssen einfach nur da hoch. Willst du mitkommen? Na dann komm. My little pony, my little pony. Ist das überhaupt ein guter Pfad für dich? Ja. Mein Pferd begleitet mich. Hey Hühnchen, wie geht's dir? Nimm mal so das Hühnchen. Habe ich letztens mal gesucht. Was bist du denn? Rico, was machst du hier oben? Mama! Versteckt sich! Aber ich finde sie! Ich muss los. Tschüss! Komischer Junge. Na egal. Ich mache erstmal den Schrein. Da habe ich zumindest schon mal wieder etwas sicher, was ich haben will. Nimm Zutaten in die Hand und wirf sie in den Topf, um mit den Kochen zu beginnen. Wenn das Feuer in den Topf nicht brennt, kannst du was? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Lese ich mal im Stillbildschirm. Wenn ich das Video... Oh nein! Mein Name ist Tauni. Lass mich die Lehre der Göttin mit dir teilen. Nein! Alles bloß nein! Nehmen dieses scheiß Sperrding zu. Warte mal. Habe ich ein Schild ausgerüstet? Nein. Nein! Sehr schön. Ja, so geht's, okay. Da kann ich nämlich stechen und kontern, das wird jetzt gleich sein. Okay, wie geht das jetzt? Also, weiche Angriffe mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die entstandene Gelegenheit zu einem Gegenangriff. Au. Oh.
Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Ich habe keine Waffe mehr. Heugabel! Au. Daneben! Warum? Wächterschwert. Du hast alle Lektionen gemeistert. Setze deinen Weg fort. Sowas kommt öfters vor und es wird auch schwerer werden. Das hier ist doch Pipifax. Ich glaube, die nächste Prüfung davon wird auch noch Pipifax. Aber die nächsten, die sind dann nie mehr so leicht. Warum schon stärkere Waffen und stärkeren Angriff und so weiter? Und der Angriff resultiert durch die Waffen. Findest du gute Waffen, hast du auch einen guten Angriff. Das ist... Tatsächlich. Ist tatsächlich einer der Gründe, warum das eben so ist. Und wieder sind wir fertig. Minustemperatur. Manche Materialien gefrieren, wenn sie an zu kalten Orten im Boden liegt oder kaltes Wasser wirft. So, hallo Pferd, du hast mich hier. Also. Hallo, du! Also gemeinsam Felsen runter hier. Und so kommt man Felsen mit dem Pferd runter. Aber ein Pferd ist nicht unbedingt ein gutes Klettertier, um es so zu sagen. Und Pferde können ja auch nicht rennen. Und das ist verständlich, denke ich. In einem Dorf würde ich auch nicht rumrennen wollen. Deswegen weigert sich dieses Pferd auch zu rennen. So, als nächstes müssten wir... eigentlich nach Ateno, aber ich will mal gucken, ob hier noch irgendwas auf uns wartet. Quest oder sowas. Geh mal hier rein. Willkommen! Hey! Seltener Anblick. Gibt es kaum noch junge Leute, die sich fürs Bogenschießen interessieren? Meine Pfeile sind Ladenhüter. Freut mich, einen jungen Mann zu sehen, der sich für das Bogenschießen interessiert. Sieh dich rum und such dir was aus. Wiedersehen. Wenn du Ruine brauchst, verkauft auch Mineralien. Die kauft jeder Händler an, und zwar zu hohen Preisen. Oh. Die kosten alle? Ja. Ah. Ich hatte immer zu wenig Pfeile. Jetzt will ich einfach mal zu viele haben. Oh! Oh!
doof. Du bist auf dich allein gestellt. Ma! Ich habe ihn die ganze Zeit gedacht. Du bist ein Meister mit dem Bogen, oder? Ich bring mein Blut so in Wallung wie ein guter Bogenschützen. Wie wär's? Zeig mir, wie gut du mit dem Bogen umgehen kannst dabei. Prima. Du musst einfach nur die Laternen bei der Statue der Göttin anzünden. Ma! Ich freue mich schon mal. Der brennende Pfeil. Gut. Hoppala. Plötzlich habe ich auch Xenoblade Chronicles gesehen. Hä? Also es gibt wirklich eine Quest, ja. Die hat wirklich viel Verbindung mit Xenoblade Chronicles zu tun. Wenn man nämlich eine Sternschnuppe irgendwann mal sieht, bei Legend of Zelda, dann ist es natürlich üblich, dass man auch letztendlich eine Quest diesbezüglich freischalten kann. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, zwei anzuzünden. Da ist nur einer. Oh nein! Nicht mein Bogen! Oh, ich hab's geschafft! Ich hab zwei mit einmal hingezündet. Ich hab alles gesehen. Von hier drin? Ah. Hey du, ich hab dir zugesehen. Du hast richtig was drauf. Das habe ich nach langer Zeit mal wieder Herzklopfen gekriegt. Mein Mann ist auch manchmal ein meisterlicher Bogenschütze. Aber im Moment gehen wir uns aus gewissen Gründen eher aus dem Weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Gefühle noch einmal spüren würde. Hui, ist das plötzlich heiß hier. Ich bin dir dankbar, dass ich das mit ansehen durfte hier für dich. Ach, hätte er doch nicht die Hühner umgesattelt, sondern weiter mit dem Bogen geübt. Sind so Hühnerzüchter geworden. Weil Bögen bringen nichts mehr. Also müssen die Hühner herhalten. Und die bevorzugt er wahrscheinlich sogar über seine Frau. So was Grausames. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wir hören für heute auf mit unserer Session. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen, abonniert meinen Kanal und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder beim nächsten Part von Legend of Zelda Breath of the Wild. Also, bis zum nächsten Mal und bis bald. Auf Wiedersehen.